Hallo und willkommen zurück zum Let's Play von Risen. Ja, in der letzten Folge haben wir uns durch den Wald gekämpft und Marvin kennengelernt, der von irgendwelchen Gespenstern heimgesucht wird. Heute geht's weiter in Richtung Ostküste. Tja, ich habe die ganze Aufnahme eben schon mal gehabt und musste feststellen, dass Fraps irgendwann mittendrin abgebrochen hat. Das heißt, ich darf jetzt noch einmal beginnen mit dieser Aufnahme. Ganz große Sache. Naja. Könnt ihr ja nichts für. Also muss ich halt nochmal ran. Gut, also erstmal die Krallenfalter. Halt, ich nehme lieber das. Ach, das war echt stressig jetzt. Ich bin ganz schön weit vorangekommen und jetzt merke ich direkt, das ist das Warme der Aufnahme. Da ist man schon ganz schön angepisst. Naja, hilft alles nichts. Da muss ich durch und jetzt geht's auch weiter. Hab mich gleich wieder abgeregt und dann lasse ich meine Unmut mal an den Tierchen hier aus. Gut. Vielleicht komme ich jetzt sogar ein Stück weiter. Wer weiß. Ich hatte gehofft, dass ich noch in der oder in der nächsten Folge die Ostküste erreiche, beziehungsweise mein Ziel erreiche. Ich wollte eigentlich erst zum Osttempel, habe mir aber dann auf dem Weg überlegt, dass ich das doch ein bisschen anders mache. Was liegt denn hier? Wow, alles voller Leichen. Wow, was ist denn das? Okay, den Kollegen, den schauen wir uns gleich an. Und nochmal von vorne. Jetzt schnell, ich glaube, der geht gleich auf mich zu. Knurrt er mich an? Ein bisschen vielleicht? Ja. Na gut, schauen wir mal. Den habe ich letztes Mal gar nicht gesehen. Aber halb so wild. Ja, klar. Warum auch nicht? Was ist denn das? Kommt raus, wackelt mit dem Hals und dann... Was ist denn das für ein scheiß Vieh? Okay, ja. Schade. Ich lasse das Vieh jetzt in Ruhe. Das ist mir zu blöd, das gegen das Teil zu kämpfen. Gut, also Richtung Ostküste weiter. Wir gehen durch eine Höhle. Dort treffen wir wunderbare Ghule. Das kann ich schon mal vorhersagen. Gegen die zu kämpfen macht nicht sonderlich viel Spaß. Halt, du hattest schon. Ihr werdet das mit Sicherheit gleich sehen. Aber ich gebe mir natürlich Mühe, diesmal gut gegen die abzuschneiden. Ich habe ja schon mal gegen einen gekämpft. Das habt ihr ja in einem früheren Part mal gesehen. Vielleicht. Und da bin ich relativ gut zurechtgekommen. Naja. Gucken wir mal. Da ist ein Gnom. So, ich versuche jetzt mal meinen Mana hier auf die... Nicht mehr genug, okay, das war's schon. Auf die Gnome leer zu ballern. Das macht's auch nicht gerade leichter, wenn man vom Hintergrund aus mit irgendwelchen Mist beschossen wird hier. Alter, verteidige dich doch! Ich hab doch geklickt! Okay, den hätten wir. Wow. Na, den muss ich jetzt noch versuchen. Das hilft alles nichts. Puh, okay, geschafft. Sehr schön. Erster Versuch gegen die Gnome. Ich bin begeistert. Und das, obwohl es nicht mal weniger waren. Gut, gut. Moment, speichern. Ich muss jetzt auch ein bisschen die Augen offen halten, ob meine Aufnahme immer schön weiterläuft. Wie gesagt, die letzte Aufnahme ist abgebrochen worden. Und ich habe keine Ahnung warum. Ich habe nicht die Taste gedrückt oder so. Okay, rechts. Links, links, rechts, sowas. Okay. Ihr werdet sicherlich merken, ich bin jetzt relativ gut vorbereitet hier auf diese Höhle. Eben weil ich das gerade eben schon mal gespielt habe. Also nicht wundern, wenn ich mal die eine oder andere Schlosskombination direkt richtig errate, wo ich die eh schon wieder vergessen habe, wie man es gerade gesehen hat. Von daher braucht ihr euch keine Gedanken drüber machen, denke ich. So. Ist noch ein Lagerfeuer. Setzt euch ans Lagerfeuer. Ne, ist schon. Wer kennt's? So einige, ne? Also. Hier kommen jetzt erstmal zwei Skelette. Ich hoffe mal, dass ich die vielleicht im Trend rauslocken kann. Das wäre schön. Okay. Na, natürlich nicht. Ja, die kämpfe ich ein bisschen im Lame-Modus. So lange verteidigen, bis ich ablocke.
Und dann, bam, kann ich den eins mitgeben. Ich muss ein kleines bisschen sparsam mit meinen Tränken sein. Es hilft alles nichts. Alter, das kann doch nicht sein, dass der jedes Mal die Verteidigung schon wieder oben hat. Okay, Nummer 1. Wow, das geht gut. Gut, und Nummer 2. Sehr schön. Das hat doch ganz gut geklappt. So, da unten brauche ich noch nicht rein. Da war ich vor uns schon. Na gut, den einen holen wir noch. Aber da weiter hinten sind dann schon Skelettkrieger. Und zwar gleich 3 auf einmal. Und die kannst du auch nicht einzeln rauslocken. Das heißt, da brauche ich noch nicht hin. Die sind echt ein bisschen stark. Na komm. Und komm. Ne. Okay, das hat gereicht. Gut, sehr schön. Da ist schon mal eine Erzader. Jetzt kann ich das gleich mal sehen. Ich habe vorhin schon erzählt. Ich weiß nicht genau, wie das ist bei diesen Erzadern da. Ob das Zufall ist oder ob das gescriptet ist, wann da mal ein Edelstein drin ist. Wenn ich jetzt bei einem ganz bestimmten wieder einen Bernstein finde, dann ist das wohl fest. Ansonsten scheint es dann wohl doch zufällig zu sein. Ich bin gespannt. So, ein paar Fleischbrocken noch essen. Mit Magie brauche ich jetzt eigentlich noch gar nicht handwerken, außer vielleicht gegen schwache Gegner. Weil das macht gegen die starken Gegner entweder keinen Schaden oder es bringt halt überhaupt nichts. Jetzt zum Beispiel dieses Eisgeschoss, das ist gegen jedes Monster irgendwie total sinnlos. So, Ghule, okay. Ich werde jetzt bestimmt gleich ein bisschen ruhiger. Komm schon, ich hab doch schon zugeschlagen. Du blödes Mistvieh. Alter. Habt ihr das gesehen? Diese scheiß magischen Schläge. Die kann man nicht blocken. Die normalen Schläge von dem mit der Kralle, die kann man blocken. Und diese blaue Magie-Aura, diesen Eisangriff, den kann man halt nicht blocken. Und da wechselt manchmal sehr schnell zwischen den physischen und den magischen Angriffen hin und her. Und dann ist es nahezu unmöglich, das richtig zu... Toll, gleich zwei. Super. Zu timen, dass man nicht direkt diesen Magieangriff abbekommt. Ja, es würde ich... Ja, genau. Also wenn man gleich zwei auf einmal hat, braucht man gar nicht erst anfangen. Wie ihr gerade sehen könntet, konntet. Also wie gesagt, man muss versuchen zu blocken und im richtigen Moment dann zuzuschlagen, während er seinen Magieangriff auflädt. Das ist ein kurzer Moment, da hat man vielleicht eine halbe Sekunde Zeit, um den Schlag zu setzen. Wenn der zu spät kommt, zieht der Magieangriff direkt mal die Hälfte der HP ab. Okay, diesmal nur der eine. Was? Wieder zwei? Alter, wieso denn? Und die wechseln sich auch schön ab mit den Angriffen. Hey, ach Mann. Okay, ich habe mir schon gedacht, dass es wieder beschissen läuft gegen die Ghule. Aber ich lasse mir hier nicht die Motivation nehmen, gar nicht von solchen dunklen Gestalten. Die schaffen wir schon. Ich müsste es aber echt irgendwie mal schaffen, die einzeln rauszubekommen. Hey, Kumpel. Also schön mal wegbleiben. Wenn der sich umdreht, dann müsste er eigentlich auf mich zukommen. Okay, den haben wir raus. Ja, super. Schon wieder nicht möglich, das abzublocken. Das ist so ein dämlicher Mistkerl. Ja, toll. Man muss auch, man sieht immer, von welcher Seite der zuschlägt. Wenn der den ersten Schlag mit der rechten Hand macht, muss ich quasi auf seine linke Seite rübersteppen, um gegen den anzukommen. Ja, also das ist echt knifflig, gegen die zu kämpfen. Ich habe ja gehofft, dass es jetzt vielleicht ein bisschen besser geht, nachdem ich die vorhin schon mal alle besiegt hatte. Ja, es war eine harte Arbeit, ich hatte es geschafft. Aber ist auch typisch, dass dann in so einem Moment die blöde Aufnahme abstürzt, ne? Und jetzt, genau, sehr schön. Komm ran. Eins. Ah, wollte er schon wieder seine Magie machen. Jawoll. Okay, der von mir aus, dann ist mir die Kralle jetzt egal. Ich habe ihn besiegt, ohne dass er mich einmal getroffen hat. Das ist ja fantastisch. So, das sind die anderen zwei. Die kommen schon auch gleich wieder zusammen. Na, oder auch nicht. Ich möchte wieder hier raus, da drin ist mir zu wenig Platz. Sehr schön.
Jawohl, wieder geschafft. Sehr schön. Okay. Ich würde jetzt mal sagen, so langsam habe ich den Dreh raus. Dafür wird mich der dritte Kugel wahrscheinlich gleich richtig versohlen. Für diese Frechheit. Aber mal sehen. Gucken wir mal. Okay. Na dann los. Ja, das meine ich. Und jetzt. Ja, das war wieder die falsche Richtung. Ich hab's prophezeit, oder? Das könnt ihr mir nicht übel nehmen. Das musste jetzt passieren. Okay. Den schaffen wir jetzt noch. Los. Und dann ist noch einer und dann ist die Höhle fertig. Also. Noch zwei Ghule. Los jetzt. Stell dich nicht so an. Bisschen zurück. Jawohl, jawohl. Und. Ja, sau stark. Jetzt noch ein Schlag oder zwei, dann habe ich den. Jawollo. Sehr schön. Gut, ich habe nicht zu viel versprochen. Ich habe es tatsächlich relativ gut hinbekommen. Jetzt wollen wir hier an der Erzader mal ein bisschen herumhacken. Schürfen. Okay, ich bin zufrieden. Das ging jetzt relativ gut. Also ich kann auf jeden Fall sagen, die Ghule sind echt mega ekelhafte Gegner. Das ist so unangenehm, gegen die zu kämpfen. Aber ich bin mir sicher, da kommen später noch andere Gegner, die mir das Leben zur Hölle machen werden. Das hat sich gelohnt. Nun gut, da ist eine Truhe, die kann ich nicht öffnen. Dazu brauche ich, weil es ist ein Schloss der dritten Stufe, dazu brauche ich jetzt einen Schlösseröffnen-Zauber. Wenn ich jetzt noch Mana hätte, wäre das grandios. So, der Mana-Pilz regelt nicht ganz. Okay. Aufnahme läuft. Ich hoffe mal, dass das jetzt auch weiter alles klappt. Ich muss da jetzt, wie gesagt, ein bisschen mal drauf achten. Keine Lust, das Ganze dann zum dritten Mal zu machen. Das Problem ist ja auch, man hebt die alten Speicherstände nicht ewig auf, ne? Also, hatte ich das schon? Ne, hier war ich noch nicht. Und wenn ich dann ewig weiterspiele und dann erst später merke, dass die Aufnahme... Kleiner Bernstein, war das hier auch vorhin? Also ich hatte vor uns auch bei einer dieser Eisenerzadern in Bernstein bekommen. Und ich weiß aber nicht mehr genau, ob das die hier war. So, okay. Ich weiß gerade nicht mehr, was ich eben erzählt hatte. Ich habe mich gerade selbst unterbrochen und direkt den Faden verloren. Nein, nein, nope. Laden. Ich muss jetzt versuchen, mich hier über diese Holzbalken zu balancieren, weil auf der anderen Seite eine Truhe ist, wenn ich mich jetzt recht entsinne. Ist eigentlich gar nicht so schwer, man muss bloß an der richtigen Stelle loslaufen. Und dann einen gewagten Sprung setzen, so wie jetzt, und dann funktioniert das auch. Sehr schön. Okay, das wusste ich noch. Hab nicht alles vergessen. Hier ist ein Schutzamulett gegen Magie drin. Und eine weitere Eisenerzader. Ich glaube vor uns sogar bei dem anderen war das mit dem Bernstein. Es könnte sein, dass das wirklich feststeht, wo das kommt. Ich weiß es nicht mehr genau. Ist auch egal. So. Nächster Jump. Hopp. Jawohl. Sehr gut. Ja, das sieht doch super aus. Vielleicht komme ich jetzt tatsächlich ein Stückchen weiter. Aber da muss ich mich vorher mit dem wunderbaren Ghoul hier draußen unterhalten. Mal sehen, was der dazu sagt. Ich bin mir sicher, dass hier ein Ghoul ist. Da ist er. Ach, dumm. Nicht blocken, wenn ich so nah dran bin, dann. Zack. Zack. Jawollo. Okay, das sieht doch schon etwas besser aus. Na, noch ein paar Stücke Fleisch und dann wollen wir uns doch noch um die Seegeier kümmern. Okay. Na dann. Mal sehen, ob ich jetzt gut mit denen zurechtkomme. Ihr wisst ja, Seegeier sind nicht gerade meine Freunde. Jawohl, auch gut. Okay, wir sind jetzt schon ein Stückchen näher an der Ostküste. Jetzt hat auch das Wetter ein bisschen umgeschlagen. Das ist hier normal. Sobald wir in Richtung dieser einen Insel kommen, auf die ich jetzt zusteuern möchte, schlägt das Wetter um. Nochmal das, genau. Gut, und da war ein großer Heiltrank drin. Ich muss auch sagen, ich bin jetzt deutlich besser mit den Tränken zurechtgekommen.
habe beim letzten Mal, als ich das gemacht hatte, jetzt wo alles abgestürzt war, hatte ich nahezu alle meiner kleinen Heiltränke verbraucht. Es scheint also auch Vorteile gehabt zu haben, dass das nicht funktioniert hat. So, hier müssten jetzt schon wieder Gnome sein, ne? Ach ne, Wildschweine sind hier. Okay, halt das Ding schon mit. Drei Wildschweine, na gut. Ich möchte es mal versuchen. Autsch. Sehr gut, und den noch ausweichen. Das ist scheinbar, es sieht so aus, wenn man den ersten Schlag ausweicht, sind die Keiler kein Problem. Dann kann man die gemütlich runtermähen. Okay. Sehr schön. So, ab jetzt ist es wieder relativ blind. Also zumindest dahingehend, dass ich es nicht vor 5 Minuten schon mal gemacht habe. Ja, wollo, trotzdem richtig. Sehr gut. Agu. Na, lecker. So, so, so. Okay, ich war gerade kurz ein bisschen still, weil ich versucht habe, mich zu orientieren. Wenn man jetzt hier links lang geht, dann müsste man eigentlich Richtung Osttempel kommen. Oder ist der hier? Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich möchte auf diese Insel hier. Ich möchte mal den Gnomen folgen. Ich weiß nicht, ob man sich noch ein bisschen an die... ob sich noch jemand von euch an die Hinweise von Severin erinnern kann. Ich kann es nicht mehr. Ich weiß aber, dass es in die Richtung geht, um dort mal nachzuforschen, was mit den ganzen Gnomen es auf sich hat. Und da sind viele Gnome jetzt, das kann ich euch schon mal vorhersagen. Naja, mal sehen, ob ich gegen die ankomme, ob ich gegen die bestehen kann. Wahrscheinlich wieder nicht. Hopp und zack. Kann ja nicht sein, dass der hier alles blockt, dieser blöde Gnome. Dann noch im richtigen Moment ausweichen. Das kann ich ja leiden. Kann ich denke ich auch blocken, ja. Das nützt nicht viel. Och komm schon, jetzt block nicht alles, du Biestvieh. So. Da muss ich doch mal ein bisschen ungehalten werden hier. So. Na? Gut, also. Ich muss jetzt noch sehen, dass ich immer schön alle Gnome erwische. Weil die ja diese kleinen Werkzeugbeutel fallen lassen. Diese, ne? Alles, was nicht nied- und nagelfest ist, falls ihr euch entsinnen könnt. Das war der Quest für den Schmied in der Hafenstadt. Das heißt, es gibt, glaube ich, soweit ich weiß, nur... Was ist das für ein Geräusch, ey? Da gehe ich leider mal hoch, das zeige ich euch noch. 20 von diesen Werkzeugbeuteln. Und das heißt, ich muss genau die richtigen... Am besten, ich muss alle Gnome töten, um die ganzen Beutel zu finden. So, jetzt zeige ich euch mal eben, was hier oben ist. Ich kann euch schon mal so viel sagen, das Vieh wird mich jetzt wahrscheinlich... zerlegen. Das ist nämlich eine Aschebestie. Richtig heftige Teile. Ich treffe schon nicht mal. Super. Ach die Scheiße. Ich mache auch keinen Schaden in das Teil. Gut, ja, ich habe es euch vorher gesagt. Da habe ich noch lange keine Chance. Gut, gut. Ich glaube übrigens langsam echt, dass ich das Spiel auf schwer spiele. Bin mir aber nicht so richtig sicher, weil ich das nirgends nachsehen kann. Vielleicht kann ich das mal, euch das mal bis zur nächsten Folge sagen, ob ich das wirklich auf schwer gestellt habe. Weil ich dachte eigentlich, früher war das so, dass ich diese Aschebestie schon einigermaßen bekämpfen konnte zu diesem Zeitpunkt. Auf keinen Fall leicht, auf keinen Fall nach ein, zwei Versuchen, aber es war möglich, es zu besiegen. Und jetzt habe ich ja überhaupt keinen Schaden gemacht gegen das Teil. Sehr schön. So, komm her, Häuptling. Ich treffe weder den noch den anderen Gnomen. Das darf ich nicht vergessen, dass die mir mehrere Schläge machen. Ich bin aber auch dämlich, dass ich immer so nah rangehe. Eigentlich sollte es ja mein Vorteil sein, dass meine Reichweite höher ist. Ja, genau so meine ich das. Jawohl. Gut, das war jetzt nicht gerade glorreich, aber ich habe es geschafft. Und das ist doch das Wichtigste.
Da war wieder so ein Werkzeugbeutel. 5 Stück, 15 brauchen wir. Ich dachte, es waren 20. Nun gut. Kann auch sein, dass ich mich da getäuscht habe. Okay. Ich hoffe mal, dass es jetzt alles geklappt hat. Ich würde an der Stelle die Aufnahme beenden. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Ciao, ciao.